Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Vorschau Nummer 5 von, wie hieß es jetzt? Rising Constellation. Ja, Folge Nummer 5, Vorschau Nummer 5 und das wird die letzte auf jeden Fall sein. Ich gucke mir das da nicht weiter an. Er fliegt ja hier, hat einer ja versucht hier schon was zu machen, was irgendwie nicht ganz geklappt hat. Er hier sollte infiltrieren, hat es aber nicht hingekriegt. Keine Ahnung, so doll ist der wohl nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir weiterkommen. Der nächste kommt ja hier schon angeflogen. Der hier macht auch irgendwas. Und wir haben ja noch einen mehr, den wir eben nicht einsetzen konnten. Und das Limit ist immer noch erreicht. Wir müssen das irgendwie freischalten. Und ja, wenn ich noch wüsste, wie es geht, ne? Wahrscheinlich hier, ne? Public Relation. Wahrscheinlich brauche ich da den dritten Slot, damit das dann klappt, oder? Das dauert eine Weile, bis das freigeschaltet ist. So, aber ich sehe gerade, ich habe das Intro gar nicht angeschmissen. Ihr seid immer noch auf dem kleinen Bildschirm, aber das ist auch kein Problem. Das kriegen wir trotzdem hin. Ich sag mal, bis gleich, nach dem Intro dann. So, hier auf dem großen Bildschirm sieht er, dass wir hier über den Lex-Button gegangen sind, ne? Und hier hatte ich den ausgewählt. Ne, war der das? Nein, Public Relations. Da konnte ich noch einen mehr machen unter den Policies. Und ja, das braucht noch 17 Sekunden, bis das gleich ist. Und ich hoffe, dann kann ich meinen zweiten Sentinel, oder was das auch immer für einer war. Hier ist wieder schief gegangen. Infiltration, schief gelaufen. Okay. Also den Typen, den ich da jetzt gerade infiltrieren lasse, der ist wohl nicht so der Hit. Dann probieren wir das nochmal halt, ne? Ist der andere? Da. So, jetzt müsste das mit dem Dingens ja fertig sein. Okay, da ist, habe ich auf ein System geklickt. So, Della. Della hier, Della da. Und jetzt hier hin. Und jetzt geht das Deploy auch. Und Dome and Marshall muss jetzt auch noch da unten hin. Ich will immer rechts klicken und verschieben, das ist falsch. Und er macht da super gerne die Systeme an. Wenn man da drauf geht, ne? Okay, was macht er jetzt hier? Er ist der Propagandaminister. Destabilize. Ich muss jetzt von dem erstmal weg. Ach so, da muss ich hier hin. Dann muss ich. Welcher war denn das jetzt? Der war das. Unable to move when discovered. Der soll mal infiltrieren nochmal. Gucken, ob das geht. Und da ist ja auch noch der zweite jetzt hier drin. Keine Ahnung, wie das was wird. Ja, die Musik ist schon super, muss ich sagen. Das ist das Beste am Spiel eigentlich, ne? Jetzt sind da zwei. Sieht richtig cool aus mit der Schrift. Ne? Könnte so ägyptische Hieroglyphen sein. Hier kann man das wegmachen. Der ist 30 Sekunden Visibility oder wie ist das? Also der könnte jetzt hier Propaganda machen oder wie? Ne, destabilisieren, aber ja, das ist jetzt nicht das, was wir wohl brauchen. Das bedeutet, das wieder zu und warten, bis er hier kann. Er kann jetzt hier. Na, dann infiltrieren wir das Ganze normal, aber ich sehe irgendwie, ach so, 150 dagegen, ne? Das funktioniert nicht. Das sieht jetzt nicht so aus, dass wir mit dem irgendwie was reißen können, oder?
Destabilisierung war schon erfolgreich. Das war nix. Und dann kann ich das kontrollen. Okay, sehr schön, aber so weit sind wir nicht. Der ist ja hier wieder am werkeln und hat wieder nichts gebracht, glaube. Da hatten wir bestimmt schon den letzten da eben, der da angezeigt war, ne? Ja, nicht so dolle. Also das, was wir hier gerade tun sollen, ist jetzt nicht so vorstellbar, dass das funktioniert, ne? Wir sollen diesen Planeten einnehmen, aber ach, quit Tutorial, wir sind dann schon am Ende. Rising Constellation is a highly cooperative game. Okay, das war jetzt Infiltration Failure. Also er hat 0 und die haben 150. Also der ist hier vollkommen fehl am Platz, ne? Das war jetzt nichts mit meiner Infiltration erfolgreich mit dem Typen. Jetzt ist die Frage, wie kann man das verbessern, ne? Also der ist ja immer bei 0. Also eigentlich brauche ich das hier gar nicht weitermachen, weil die haben so eine Abwehr, dass ich das nicht schaffe, ne? Sieht man ja auch, dass das hier ein cool ausgebautes System sein wird. Da sehe ich jetzt keine Chance, ne? Das bringt mir jetzt wenig, was ich hier tue, wahrscheinlich. Also das ist die Zeit der Infiltration, denke ich mal. Und er hier... Kann er was machen? Destabilisieren kann er? Okay, das macht vielleicht Sinn. Und der dritte ist halt noch nicht da, der hat noch Reisedauer 35 Sekunden. Die beiden sind ja am werkeln. Aber die Infiltration wird wahrscheinlich auch wieder nicht funktionieren, weil der einfach zu schlecht ist hier. Das hat das Spiel leider nicht berücksichtigt und hat mir da einen falschen Scout gegeben. Wofür ist das hier gut? Okay. Population bleibt da oben, aber alles ist hier zusammengeklappt. Ist das richtig oder ist es ein anderes System, was er mir dann anzeigt? So, hier wieder Failure und 0 von 150, das werden wir nie schaffen. Also das ist tatsächlich über. Da kriegen wir diesen Planeten nie erobert über diesen Weg. Diese Infiltration wird nicht funktionieren. Jetzt ist noch die Frage, habe ich irgendwas verpasst mit irgendeinem Patent, was ich noch ausrollen musste, damit das besser geht? Ich glaube nicht, oder? Ah, destabilisiert haben wir den Laden jetzt auf jeden Fall. Das war ein Erfolg. Vielleicht sind die jetzt beschäftigt mit anderen Dingen und ich kann mit dem jetzt hier gerade versuchen, nochmal zu infiltrieren. Aber ich glaube auch nicht, das wird klappen. So, der dritte ist jetzt tatsächlich auch da. Aber der kann jetzt noch nicht. Propaganda geht nicht. Ja, müssen wir warten, was da noch gehen könnte, ne? Der kann auch nicht. Und der ist ja dabei, ne? Ja, das ist jetzt nicht so dolle. So, hier sind wieder Sachen zu sehen. Ne? Habitable Planet, Moon, Barren Planet, Habitable Planet, Asteroid, Barren Planet. Hier ist ein großes System, das sehr lukrativ ist. Das haben sie auch dann schön ausgesucht hier. Achso, ich kann nicht screen mit ziehen, wenn es nur so geht. Ich müsste jetzt gucken, wie ich meinen Infiltrator voranbringen könnte mit dem Infiltrieren, dass es besser wird. Dafür braucht man sowas hier vielleicht. Cyber Security. Armed Forces Bombing. Critical Failure. Ja, das habe ich gemerkt, dass mir das gar nichts bringt, ne? Kannst du closen, bringt uns nichts. Hier kann man durch die Systeme wahrscheinlich, ja genau, hier kann man durch die Systeme scrollen.
Peace of War. Pace of War. Embassy Arsenal. Das Limiter wird auch erased. Da wird die Intelligenz erased. Aha. Da muss ich einen Slot noch freimachen für. Aktiv als Policy. Und machen wir mal. Das war jetzt das, was ich brauchte wahrscheinlich. Und was ist hier? Parallel Military Strategy. Okay, simple. Practice. Sus. Da ist nix. Stabilität geht da runter. Erased Removal. Und hier Erased Infiltration um 25%. Also da müsste man das alles noch freischalten. Purchase und Purchase. Dann haben wir das alles freigemacht. Das hat nichts gebracht hier erstmal. Ja. Gerade nicht so dolle, das zu sehen, ne? Oder? So, die sind jetzt zu dritt da. Spielen Skat wahrscheinlich. Er kriegt es nicht hin mit seinem Infiltrate, weil er zu schlecht dafür ist. Warum ich das hier machen sollte, weiß ich dann nicht. War jetzt nicht so der prickelnde Vorschlag vom Tutorial, dass ich mit so einem Typen dahin gehe, der Infiltration nur eins hat, ne? Das würde bedeuten, wir gehen mal im Agent Market und gucken nach so einem hier. War jetzt gerade neu gekommen, oder wie sehe ich das? Das ist schlecht. Dann müsste ich ihn hier heiern. So. Agent Market zurück. Wir gehen hier oben wieder nach Della. Oh, ich mag es, wenn ich auf andere Planeten klicke. Das ist keine Lösung in meinen Augen. Und ich kann nicht, weil hier Rest Limit reached. Das bedeutet, ich muss wahrscheinlich wieder hier rein unter die Legs. Und muss hier noch einen Slot kaufen. Und wenn ich den Slot habe, muss ich Embassy... Nee, Public Relations machen. Da kriege ich ein Zeit... CDN Limit reached. Okay. Okay, wie kriege ich das wieder hoch? Das war hier irgendwo, ne? Erased Removal, ne? Erased Limit. War das das? Noch ein Slot dazu. Zedron Limit reached. Okay. So, dann bedeutet das, diesen Typen, den ich da habe, den kicken wir jetzt mal hier. Der kann nach Hause gehen. Wie geht das? Wo kann man den entlassen? Center on Agents, this agent cannot be related as they are not immobile on non. Ja, das ist jetzt die Frage. Detected. Ja, mit dem kann ich nichts mehr anfangen, ne? About. Ist jetzt nix. Ja, da kann man es aus- und einklappen, sehr schön, aber so wirklich was machen kann ich hier nicht, ne? Infiltration geht immer lost, weil der wahrscheinlich die ganze Zeit detected ist und deswegen geht sowieso nicht. Ich weiß nicht, ist das das Zeichen dafür, dass der detected ist? Unable to move when discovered. Ja, gute Frage, was da als nächstes dran ist. Vielleicht muss ich den Typen jetzt... Nee, da muss ich hier rauszoomen, muss mit dem wegfliegen vielleicht. Geht das? Nö, geht auch nicht. Oder? Nee, da kann ich nur in das System springen. Den krieg ich jetzt als einziges wahrscheinlich nach Hause und dann wieder dahin, ne? Also der war jetzt nicht der Bringer. Ich weiß aber auch nicht, wie ich den loswerden kann.
Active Agents. No Governor. Ich glaube, der war das, ne? Tja. Wie ich den loswerde, weiß ich nicht. Sieht man hier jetzt nicht. Sabotage. Das sind seine Werte hier. Die sind 0. Ich kann ihn hier nicht rausschmeißen. Und hier. No Gouverneur. Geht auch nichts. Keine Ahnung, was man da machen kann. Okay, dann würde ich sagen, haben wir aber einen Einblick von dem Spiel gehabt. Wisst ihr, wie es geht und so. Das ist ja ganz nett so. Ne? Musik, wie gesagt, ist am besten. Farblich ist es ein bisschen schwach. So designmäßig könnte sich das besser machen. Die Bilder sind vielleicht ganz schick und so. Das Menü sieht auch ganz gut aus. Aber wie gesagt, das ist so grau in grau. Da kommt man nicht so wirklich weiter mit. Ne? Ja, dann wird es bestimmt noch viel interessanter sein, wenn man nicht ein Tutorial spielt, sondern gegen richtige Spieler spielt. Und da wird es bestimmt ganz interessant sein, dass da die Stärken der Strategien der beiden natürlich gegeneinander aufprallen und das bestimmt interessant ist. Aber ich glaube, man kann auch Koop spielen. Das heißt, man kann 2 gegen 2 oder sowas machen. Das ist bestimmt auch sehr interessant. Aber in dem Vorgestellt ist das jetzt erstmal nicht möglich, denke ich mal. Da würde ich jetzt irgendwem nachher das Spiel kaputt machen, weil ich aussteige. Und das wollte ich dann nicht tun, ne? Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an und wir sehen uns in den nächsten Projekten dann. Bis dann, ciao.